Hallo, also kannst du etwas sagen über das nahe Verhältnis zur Klangfarbe? Die Klangfarbe und mich verbinden jetzt eigentlich über 20 Jahre schon und die einzelnen Geschäftsführer auch. Und ich freue mich dafür, dass sie endlich einmal ein adäquates Refugium bekommen haben, was die Fläche betrifft, um sich ordentlich präsentieren zu können. Also du traust dem 5. Bezirk nicht nach? Ich halte so, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Der 5. Bezirk war einzigartig, aber das Kapitel ist zu Ende und hier wird ein neues aufgemacht für die nächsten 25 Jahre. Und was wirst du heute noch kaufen? Da ich ja schon mein gesamtes Hab und Gut in der Klangfarbe im 5. Bezirk habe liegen lassen, bin ich heute eher nur zum Schauen und zum Essen und zum Trinken da. Okay, gibt es etwas, was du der Klangfarbe und dem ganzen Staff wünscht für die Zukunft? Ja, dass sie weiterhin der wichtigste Musiklieferant Österreich und Musikhändler in Österreich sind, dass sie sich hier mit diesem Refugium auch international noch weiter behaupten können und Schotter, 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 Schotter. Du bist ja Musiker, das heißt, du hast viel mit Technik und Geräten zu tun und das ist genau dein Geschäft, wie du erwähnt hast. Fürchtest du, dass das Internet eine Konkurrenz darstellt zu analogen Geschäften wie dieses? Ja, ist eine Konkurrenz, aber der Punkt ist der, gerade ab einer gewissen Range im Professionistenbereich ist es einfach sehr wichtig, dass man den Verkäufer und den Produktmanager kennt und mit dem reden kann, weil das gibt dir das Internet nicht. Da bestellst du zwar billiger, kaufst billiger ein und das war's aber. Und das nur darauf zu reduzieren, eine Geschäftsbasis, wo es am billigsten ist, ist vielleicht ad hoc in erster Instanz sehr wichtig, weil halt das Geldbörsel entscheidet. Aber schlussendlich ist die fachliche Beratung, die man hier bekommt bei der Klangfarbe von jedem einzelnen Mitarbeiter, so wichtig für mich persönlich und für viele andere auch, dass ich das Geschäft hier und die Connections hier zur Klangfarbe einem Internetshop schon seit vielen Jahren vorziehe. Kann ich dich fragen, was dich mit der Klangfarbe verbindet? Ja, auch die langjährige Gemeinsamkeit am Hof am Einsiedlerplatz. Wir haben dort eine Firma für Beschallungstechnik gehabt, muss ich sagen. Wir sind schon 2008 weggesiedelt. Und ja, es waren einfach schöne Jahre der teilweise Zusammenarbeit, beziehungsweise auch, man musste was einkaufen, ist einfach rübergegangen zur Klangfarbe und hat was zugekauft. Verbindet dich eine gewisse Wehmut oder interpretiere ich das richtig, dass das ein Aufbruch darstellt, der Umzug? Also auch für uns, für unsere Firma war das auch ein Aufbruch. Es war zwar eine Idylle irgendwie, also wenn man jetzt Fotos anschaut, die wir gemacht haben, so mit Efeu-umrankten Gebäuden, toll, aber dafür im Winter schwer zu heizen, im Sommer heiß und ja, diverse Nagetiere. Ja, also eigentlich kein Blick zurück mit Wehmut. Gibt es etwas, was du der Klangfarbe wünschst und vielleicht auch im Zusammenhang mit dir für die nächsten Jahre? Ja, der Klangfarbe und auch unserer Firma wünsche ich natürlich viel Erfolg und dass es einfach gut weitergeht. Und wirst du auch weiterhin hier einkaufen? Was kaufst du heute noch? Heute werde ich nichts einkaufen, heute bin ich eigentlich nur eingeladen zur Eröffnung, aber wir kaufen regelmäßig Kleinsachen, Großsachen, Batterien, Batterien auch, zufälligerweise, ja, das habe ich aber noch am Einzelplatz getan. Genau. Danke für das Interview. Bitte. Ja, ich finde es einfach ein wunderschönes, wunderschönes Geschäft und gehe immer gern rein, obwohl ich nicht nur so halb musikalisch bin und ein bisschen Violine gelernt habe und gespielt habe, aber ich liebe das immer wieder auf den Instrumenten auch rumzutipseln und tapseln. Wie findest du den neuen Verkaufsraum, die Verkaufsräumlichkeit? Wow, also das ist echt, das ist 1000:1 zu dem alten, ja, also es hat so eine Weite und schaut irrsinnig edel aus und einfach weit und großzügig, das ist wirklich wunderschön. This is, yeah, it's a fresh start and it's nice, bright, new, it's a good feeling to come here and see everyone else interested in what we've spent so many nights trying to make happen. All the best, Prost, and I hope it's a good continuation of what you've built over the past years and hopefully it lasts just as many more.